Ah, erst zwei Schichten verpasst und dann nur noch den Boden vollbluten. Sie hat den Run, der schlecht gelaufen ist. Ja, sieht fürchterlich aus. Zu Dr. Castle. Wer ist Dr. Castle? Cherry Bomb. Ja, und sie bekommt einen neuen Arm, was Neues und Glänzendes. Aber sie kann sich das nicht leisten. Ja, sie kriegt das Ding also nicht umsonst, sie muss dafür etwas tun. Und jetzt soll sie woanders hingehen und da weiter bluten. Schön. Karma gained. 2, das ist ja sehr schön. Ja, jetzt weint sie doch so ein bisschen. Sie bedankt sich 100.000 Mal bei mir, hat mir auch Geld gegeben. Naja. Okay, wir haben jetzt, wir können dieses quasi als Ausgangsbasis jetzt benutzen. This looks like my kind of place. Das ist, ja. Ich bin geehrt, Mrs. Kubota. Okay. Ah. Unter, ja, hier unter ist also auch noch was. Ein Cyberdog ist da zum Beispiel. Ja. Es ist sogar ein Safe House, das Haus. Das ist nett. G-A-F-F-C. Okay. Müssen wir dann auf dem Piano spielen und dann kommen wir also runter. Dann gehen wir doch mal, ja, gehen wir mal nach unten. Wo ist denn das Piano? Das muss ja hier hinten irgendwo sein. Ah, da ist das Piano. Okay. Wir spielen mal GAFFC. Ah, das Piano geht zur Seite und, naja, Stufen werden freigelegt. Und da gehen wir jetzt mal runter. Wir haben ein Safe House entdeckt, das ist ja sehr schön. Na, hier unten können sie sich also alle entspannen so ein bisschen hier. Was haben wir hier? Ah, Dr. Castle. Sie muss also operieren. Die hat hier einen Dämon auf der Schulter hocken. Sieht aus, als könntest du eine Hand gebrauchen. Ja, jetzt kriegst du ja gerade einen neuen Arm. Bad joke right now, genau. Oh, schick. Sie will also einen Cyberarm mit einem Laser, will sie haben. Okay. Ja, sie hat sich das Gesicht verdient. Sie war dumm genug und jetzt wird sie es auch behalten. Ende der Geschichte. Ja, jetzt kriegt sie einen neuen Arm. Sehr schön. Coyote, da bist du ja wieder. Mensch, das ist ja schick. Einen schicken neuen Cyberarm hat sie gekriegt. Und jetzt muss sie sich erstmal ausruhen. Good morning. Ja, jetzt ist sie. Fühlt sie sich wieder wie neu. Eigentlich sogar noch besser. Netter Arm. Mrs. Kubota wird sie also dafür bis zum Rest ihres Lebens arbeiten lassen. Sehr schön. Sieht aus, als hätte ich irgendwas. Irgendwelche Fragen? Sam Watts? Sam's Dad. Ja. Erzähl mir mal ein bisschen was über Sam. Okay. Keiner mochte Sams Witze, sie mochte sie. Ja, Sam hat schon ein paar schlimme Witze gemacht. Und sie hat ihn also bedient in der Nacht, als er starb. An was erinnert sie sich denn? Normale Nacht, ja, normale Leute.
Armitage, damit hat er also gesoffen. Jake Armitage. Ja, mit dem hat er also gesoffen. Okay, hat Kubota also dann rausgeschmissen, wie es scheint. Jake hat ihn dann auf die Tür, vor die Tür gebracht. Okay, hatte Sam irgendwelche Feinde? Also, naja. Okay, und wo hat Sam gelebt? Meistens auf der Straße, naja. Und wie doll hat er gesoffen? Boost, Chips, Drugs, okay. Nitro, was immer man hatte. Und, Sam war krank? Okay. Ah, im Sterben lag er sogar. Okay, und sie meint, das war wohl das Trinken, also das Saufen war das wohl. Okay. Und danach sah er plötzlich besser aus. Und keiner wusste warum und er sagte, seine Mutter hat ihm geholfen. Okay. Okay, Royal Run. Gut, dann gehen wir mal gucken, was die gute Doktorin jetzt hier hat. Mad Bay. Dann wollen wir mal gucken, was die Dr. Sarah Castle uns hier anbieten kann. Ist offen, ja. Okay, jetzt können wir uns eigentlich vielleicht was einbauen lassen. Das wäre ja mal auch mal was ganz Nettes. Ja, interessante Arbeit. Gucken wir uns doch mal an, vielleicht hat sie auch noch... Ja, sie durfte das Gesicht nicht reparieren, das ist auch so doof. Trauma Kits, Medical Supplies, Cyberware, das ist schon mal nett. Was ist das auf deiner Schulter? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ah, der unterstützt die Heilungsrituale. Okay. Welches Cyberware gibt es denn hier so Schönes? Können uns ein besseres Auge einbauen lassen. Data Jack haben wir. Body. Cyberleg Basics. Cyberarm. Oh, nicht schlecht. Ich würde mir Magnification Eyes. 3% bessere Chance, dass wir das da reinbekommen. Machen wir das mal. Ja, das sieht doch mal nach was aus, dass wir das mal installieren können. Ein Essenzpunkt kostet mich das. Spells Cooldown increased by 1. Ja. Und wir können nicht weniger als eine Essenz haben. Da ich aber, ja, Spells sind mir scheißegal. Ich bin ein Rigger, da habe ich keine Spells und ich will auch keine. Gut, dann sind wir mal weg. Was haben wir hier? Da ist noch ein Zwerg. Hey. Ja, hey, genau. Alienernon. Das ist wohl hier magische Ausstattung unseres ganzen Krams. Okay. Artelion Halbtraum heißt er. Okay. Das ist ja mal nett. Was bist du überhaupt für einer? Bist du ein Ork? Ich glaube, du bist ein Ork. Ach, nicht so mein Ding. Eric Marshman. Was hat der denn? Okay, das ist auch mal ganz nett. Zeig mir mal, was du hast. Das ist mir alles Wurst, so ein bisschen. Was hat der hier hinten? TJ Grubberman. Okay. Was verkauft der denn so Schickes? Ah, Waffen... Also Mist verkauft er. Zeig uns mal, was du so hast. Was ist eine Shotgun? Street Sweeper.
AK-97, die haben wir schon. Was hat er noch so schon? Eine Dobermann hat er, einen Smoker hat er. Als Drohne. Ganz nett, aber nicht gerade das, was ich brauche. Ich brauche erstmal Simple Drone Repair Kits, brauche ich erstmal. Das konfirmen wir erstmal. Drohnen, ja, wir konfirmen das. Okay, was ist das hier hinten für einer? David Fry der Zweite. Programm, Deck. Zeig mir mal, was du so zu verkaufen hast. Suppression, ein Level 1. Also für so ein Deck muss man schon einiges hinlegen. Required Decking 3. Das können wir uns alles noch nicht leisten, so ein bisschen. Das sind Programme, die in die Decks dann reinkommen letztendlich, damit man auch dann in Matrix, in der Matrix ein bisschen kämpfen kann. Da möchte ich auch noch ein bisschen hinkommen, naja. Okay, also wir kriegen hier so einiges. Okay. Bis denn dann. Das ist ja mal schick. Jetzt müssen wir wohl wieder zurück, würde ich sagen. Jetzt sollen wir uns hier hinten wahrscheinlich melden. Was ist denn hier so schickes? Ach, hier kann man sich, hier kann man sich also ausruhen. Sehr schön. Okay. Wir gucken uns mal das Foto an, was wir da gerade gefunden haben. Ein blonder Junge und Mädchen. Ungefähr 14, sitzen am Dock. Wahrscheinlich Zwillinge. Okay. Image on the photo. Check the back of the photo. Sam und Jessica. Ach, Jessica. Okay, ich nehme das Foto einfach mal mit. Gucken wir uns mal hier an, was da so noch drin ist. Was haben wir denn hier so schön? Ach, das ist meins Equipment. Das ist mein Equipment. Das ist ja mal schick. Weapons. Die möchte ich rausnehmen. Dann möchte ich den Smoker da wahrscheinlich noch mit reinpacken. Kann ich eigentlich... ne, das packen wir wieder zurück. Dann confirmen wir mal. Ich möchte einmal was nachsehen. Und zwar, ob wir schon zwei Drohnen benutzen können. Da haben wir es. Zwei Drohnen könnten wir sogar benutzen. Das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir werden die zweite Drohne mitnehmen, anstatt hier die Rifle. Das heißt, dass wir etwas mehr Drohnenpower unterwegs dabei haben. Drohnen, den Rifle nehmen wir raus und die Drohne packen wir rein. Und dann konfirmen wir das Ganze mal. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder nach oben. Was ist das hier eigentlich immer hier? Das da so? Ach so, das heißt, ach, das, da kann man dann auf seinen Charakter sich zentrieren. Das ist sehr schön. So, und jetzt würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was wir noch zu machen haben. Objects, Stones to Mr. Delia. Wo ist denn das? Mr. Delia. Ist Mr. Kluwe? Johnny Clean? Mr. Delia, da ist er ja. Was will ich denn von ihm? Wir haben Geschäftliches zu bereden. Wir gehören zu Coyote, sie ist im Moment indisponiert. Okay. Ja, sie ist unten und versucht ihren neuen... Ja, versucht ihren neuen Arm gerade auszuprobieren. Und ja, der Run ist nicht so toll gelaufen. Ich bin Muppet, er ist Paco. Jetzt sind wir alle vorgestellt, jetzt gib mir die Steine. Okay, ich halte die besten Steine zurück und gebe ihm den Rest. Okay, das ist der... Ach, er wollte nur den einen haben. Okay, wir dürfen also den Stein behalten, den wir schon eingesteckt haben. Das ist ja nett.